In diesem Video sprechen wir über den Weltmarktführer für Kundenmanagement-Software, und zwar Salesforce. Wir gucken uns das Unternehmen dahinter etwas genauer an und klären natürlich auch, ob die Aktie derzeit ein Kauf ist oder eher nicht. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal über Salesforce, den Weltmarktführer für Kundenmanagement-Software oder auf Englisch Customer Relationship Management, CRM. Und das ist tatsächlich auch das Kürzel von Salesforce, wenn man das zum Beispiel in TradingView eingibt. Das ist das amerikanische Kürzel. Die haben ja in Amerika nicht unbedingt die WKNs, sondern die haben eben Buchstabenkürzel, und hier ist es zum Beispiel CRM für Salesforce. Bevor wir jetzt auf das Unternehmen einsteigen, ein kurzer Hinweis: Ihr habt das Ganze natürlich wieder abgestimmt, wie immer, und hat in der Abstimmung gewonnen gegen die anderen Unternehmen. Letztes Mal ja leider verloren, diesmal gewonnen mit deutlicher Mehrheit. Ein Hinweis deswegen, weil nächste Woche Freitag ist ja Weihnachten, wir sind ja jetzt in der Woche davor. Dementsprechend die nächste Aktienanalyse werde ich jetzt nicht am 24.12. präsentieren. Da bin ich ehrlich gesagt mit anderen Dingen beschäftigt und habe auch vorher noch einen Umzug mitzugestalten. Insofern bin ich da nächste Woche mit anderen Dingen beschäftigt. Ich werde dennoch Videos aufnehmen und ihr werdet dennoch ein Video von mir haben, aber eben keine hochaktuelle Aktienanalyse, sondern das kommt dann, wenn alles gut läuft, vielleicht noch eine zum Jahresende. Ansonsten geht es spätestens Anfang nächsten Jahres ganz gewohnt wieder weiter. Das heißt, es wird auch dieses Wochenende keine Abstimmung in der YouTube-Community geben, sondern erst wieder an dem Samstag, wenn ich dann auch sicher sagen kann, dass freitags eine Aktienanalyse am darauffolgenden Freitag kommt. Das dazu. Ansonsten, wenn wir uns jetzt nicht mehr sehen, beziehungsweise wenn ihr vorher kein Video von mir seht, wünsche ich euch schon mal eine frohe Vorweihnachtszeit oder frohe Weihnachten. Aber ansonsten hoffe ich natürlich, wir sehen uns nochmal wieder hier im Video und ansonsten spätestens dann im neuen Jahr. Jetzt mal steigen wir ein zu Salesforce und vor allen Dingen zum langfristigen Chart des Unternehmens, wie ihr das immer so kennt. Ganz so langfristig ist es auch hier nicht. Es ging 2004 los an der Börse hier für Salesforce. Aber man muss schon sagen, wirklich ein rasanter Aufstieg für das Unternehmen. Der einzige große Einbruch war hier 2008, 2009 zur Finanzkrise. Selbst Corona war eigentlich hier nur so ein kleiner Blip, eigentlich so rückwirkend kaum auffällig. Aber den Chart gucken wir uns dann gleich nochmal ein bisschen genauer an. Jetzt wollen wir erstmal in die Historie des Unternehmens tiefer einsteigen. Und die ist gar nicht so lange her, 1999, das ist für Internetunternehmen ja aber mittlerweile schon ein bisschen älter. Da wurde das Unternehmen gegründet, unter anderem hier von Mark Benioff. Er ist auch heute noch CEO des Unternehmens und im Prinzip das Gesicht von Salesforce und auch das Gesicht der Gründer. Es ist schwierig, die anderen Gründer mal irgendwie alle mit auf einem Bild zu haben. Deswegen habe ich ihn nur hier herausgestellt, weil er ist auch der, den man mit dem Unternehmen in Verbindung bringt. Die anderen Gründer waren Parker Harris, Dave Mullenhoff und Frank Dominguez. Die vier haben sozusagen Salesforce gegründet. Er ist aber eigentlich der Einzige, der heute noch so richtig dem Unternehmen vorsteht. Wie das häufig so ist, ziehen sich natürlich Gründer nach einer gewissen Zeit auch aus dem CEO-Posten zurück, und das macht er genauso. Er hat jetzt im Prinzip einen Co-CEO ernannt, also sozusagen einen zweiten Geschäftsführer, der neben ihm die Geschicke der Firma leitet. Auf Deutsch heißt das nichts anderes, als dass er sich so ein bisschen aus dem operativen Tagesgeschäft zurückzieht, nicht mehr sich so mit Mitarbeitergesprächen und sonstigen Dingen beschäftigen möchte, sondern eher mit strategischen Entscheidungen und eher in den Medien präsent sein möchte, während er hier Brad Taylor jetzt als neuer Co-CEO die Firmengeschicke mitlenkt. Auch ein Eigengewächs aus der Firma, der jetzt eben hier befördert worden ist und als Co-CEO die Firmengeschicke mitleitet. Interessant bei solchen Unternehmen, wo ja der Gründer immer noch das Unternehmen leitet, ist ja auch, wie ist denn da die Eigentümerstruktur? Und deswegen gucken wir uns mal an, wer da die größten Eigentümer sind von Salesforce. Jetzt aber erstmal nur, wer sozusagen die individuell größten Investoren sind, weil das hilft uns natürlich einzuschätzen, wer da im Management noch beteiligt ist. Und da sehen wir Mark Benioff, den wir gerade gesehen haben, knapp 3%, 7,7 Milliarden Dollar sind seine Anteile wert. Das heißt, er ist immer noch einer der großen Anteilseigner mit knapp 3%. Und die anderen Gründer tauchen hier gar nicht auf, bis auf Parker Harris, 0,2%, deutlich kleiner. Mit 530 Millionen mit Sicherheit auch kein armer Mann, aber nichtsdestotrotz, die anderen Gründer tauchen hier kaum noch auf im Vergleich zu dem, was Mark Benioff macht, und tauchen dann tatsächlich auch gar nicht mehr auf, die anderen zwei. Der andere, der aber auftaucht, das ist hier Brad Taylor, den wir gerade gesehen haben, der als Co-CEO hier eingestiegen ist. Relativ geringer Anteil, 0,12%, sind trotzdem über 300 Millionen wert im Moment. Insofern kein schlechter Einstieg bzw. auch keine schlechte Beteiligung an der Firma. Und da sieht man, das Management und auch die Gründer zumindest mal
Der wesentliche Gründer mit Marc Benioff haben da nach wie vor Skin in the Game und sind daran interessiert, das Unternehmen auch langfristig voranzubringen. So zumindest mal, wenn sie jetzt keine großen Anteilspakete verkaufen. Wie sieht es aus mit den weiteren Anteilseignern an der Firma? Da gibt es die üblichen Verdächtigen. Vanguard mit 7,5%, Fidelity mit 7%, State Street 4,4%, BlackRock 4,3%, also die ganzen typischen ETF-Anbieter. T. Rowe Price 3,6%. Und dann haben wir hier tatsächlich schon den Gründer Marc Benioff mit 3%. Vor Wellington Management, Geody Capital, Fisher Investments und Nuveen. Und da sehen wir, immer schön unter den Top 10 auch einen der Gründer mit dabei zu haben und auch einen der Unternehmenslenker, weil daran erkennt man dann tatsächlich, dass da noch Skin in the Game ist und dass die hier jetzt nicht wirklich mithalten können mit den großen Finanzhäusern. Das ist natürlich vom Grundsatz her auch klar. Jetzt ist die Frage, was macht denn Salesforce eigentlich ganz genau? Weil unter dem Kundenmanagement kann sich ja vieles verbergen und wer das Unternehmen nicht so kennt oder nicht mit vielleicht auch der Software arbeitet, der kennt vielleicht dann auch die Produkte nicht und deswegen gucken wir uns mal ein bisschen die Produkte dahinter an oder die Software dahinter und sie nennen das Ganze mittlerweile eher ja, Salesforce Customer 360, also ein 360-Grad-Blick auf die Kundenbelange und auf das, was mit Customer Relationship Management zu tun hat. Ganz ursprünglich kommt Salesforce, wie der Name eigentlich auch sagt, daher die Vertriebsmannschaft von großen Konzernen oder von Firmen einfach auch zu lenken, Kundengespräche zu dokumentieren, Angebote, auch Deals, also im Prinzip auch wenn irgendwas abgeschlossen werden soll, größere Projekte da eben managen zu können und über größere Konzerne ist das ja dann auch wichtig, da im Prinzip eine Dokumentation zu haben, falls Management wechselt, falls Vertriebsleiter oder Vertriebsmitarbeiter wechseln, dass da einfach ja klar ist, was denn mit dem Kunden kommuniziert worden ist, auch wenn dann zum Beispiel der Kundenservice mit dem Kunden spricht, was dann der Vertriebsmitarbeiter sozusagen vereinbart hat. Das Ganze hat sich deutlich weiterentwickelt, deswegen auch 360, also es gibt eben viel mehr Bereiche, in denen Salesforce hier aktiv ist. Klassisch hier immer noch Sales, aber sie haben sich eben auch mehr in den Service-Bereich, Marketing, wo sie zum Beispiel auch Social-Media-Kampagnen und sonstiges mitsteuern können, im E-Commerce-Bereich. Dann haben sie hier zugekauft für den Analytics-Bereich, dann auch Software-Integrationsmöglichkeiten, Plattformen. Sie haben sich auf spezielle Industrien nochmal stärker spezialisiert. Healthcare hat nochmal ganz eigene Anforderungen, für die sie was entwickelt haben. Sustainability, also Nachhaltigkeit ist ihnen natürlich auch wichtig und man kann viele Partner mit einbinden und sozusagen auch den Erfolg des Ganzen weiter überwachen. Und das Ganze wollen sie jetzt eben über ihren größten Zukauf Slack noch stärker integrieren. Und Slack, wer das nicht kannte, das war vorher ein eigenständiges Unternehmen in Deutschland, nicht ganz so verbreitet wie jetzt in Amerika, ist sowas wie Microsoft Teams. Microsoft hat ja eigentlich sogar auf Basis von unter anderem Slack Teams ja dann nicht entwickelt, sondern auch aufgekauft und in die Microsoft Office Welt mit hinein integriert, weil Slack tatsächlich hier ein großer Erfolg war, um innerhalb einer Firma besser zu kommunizieren, Daten auszutauschen und das Ganze eben miteinander zu verknüpfen. Da Salesforce hier Microsoft tatsächlich ein bisschen ja, mehr angreifen möchte, haben sie Slack gekauft, um dann eben auch ihre Lösung, die sie bisher so hatten, miteinander zu integrieren. Aber was sie da genau machen, das wird vielleicht jetzt alles noch ein bisschen klarer, wenn wir da auf die einzelnen Bereiche gleich noch ein bisschen näher eingehen. Gehen wir mal zu dem Bereich, der für Sie nach wie vor der wichtigste ist und der ja in Ihrem Namen steckt, also die Salesforce im Sinne von einem CRM-Management, also Customer Relationship Management, was meistens oder im allermeisten Falle auch gleichbedeutend ist, damit den Vertrieb zu steuern, Kundenkommunikation zu steuern und ähnliches. Und da sagt Salesforce von sich selbst, sind sie ja der Weltmarktführer und zwar mit weitem Abstand 19,5%. Dann kommt hier erst Oracle mit 4,8, SAP 4,8, Microsoft mit 4 und dann auch Adobe mit 3,8. Ich habe ja vor kurzem erst eine Adobe-Aktienanalyse gemacht, verlinke ich auch gerne mal hier oben. Und da hatte ich auch schon erwähnt, das wissen viele nicht, dass auch Adobe im CRM-Bereich aktiv ist, aber dann eben eher im kreativen Bereich, während Salesforce hier branchenübergreifend sehr stark adaptiert worden ist. Microsoft, auch dazu habe ich ja mal eine Aktienanalyse gemacht, verlinke ich ebenfalls gerne hier oben. Schon ein bisschen her, aber nichtsdestotrotz nach wie vor grundsätzlich aktuell. Auch die sind über ihre Dynamics-Lösungen im CRM-Bereich aktiv, aber es ist jetzt nicht so das Thema, was sie ganz vorne nach vorne treiben. Da haben sie eher andere Themen, während Salesforce im Prinzip wirklich fokussiert auf das Thema CRM, also Customer Relationship Management geht. Und das ja auch wiederum eine Alleinstellung oder ein großes Thema ist für SAP. Und deswegen sehen sie sich dann natürlich auch als großen Wettbewerb zu unserem deutschen Softwarehaus oder unserer deutschen Software-Schmiede. Je nachdem, wie man diese Zahlen so betrachtet, kann man jetzt natürlich denken, hier Salesforce ist wirklich weit vorne, aber man darf nicht vergessen, dass hier ist eine Slide von Salesforce selbst. Damit stellen sie sich natürlich ein bisschen besser dar, als das vielleicht je nach Datenlage man so sehen kann. Deswegen, wenn man mal andere Datenlage betrachtet, von einem neutralen Haus sozusagen,
dann kommt es ja immer darauf an, was beziehe ich damit ein? Habe ich bestimmte Kundengrößen, bestimmte Kundengruppen, bestimmte Variationen eines CRM-Systems vielleicht anders interpretiert? Wenn wir jetzt hier mal ein bisschen anderen Blick auf diese Lösung und auf diese Welt auch aus 2021 mal betrachten, dann sehen wir, ist Salesforce zwar mit 33% nach wie vor Marktführer, aber gefolgt von Microsoft Dynamics 29%. Kennen viele vielleicht, ich glaube, da gab es mal einen alten Namen davon, kenne ich ehrlich gesagt nicht mehr. Auch Microsoft versucht daher stärker, die Dinge miteinander zu integrieren mit Office 365 und dann Dynamics und so weiter und so fort. Also auch hier eine gesamthaftere Lösung. Es gibt dann hier von den Indern Zoho CRM, sehr günstige Lösung, deswegen auch sehr schnell adaptiert. Das ist ein indischer Softwarehersteller und nicht an der Börse, soweit ich weiß. Insofern können wir die leider nicht analysieren, haben aber auch im Prinzip so eine ähnliche Softwarelösung wie Office 365 und sind hier so ein bisschen auch in all diesen Bereichen aktiv, rein webgestützt und sehr günstig. HubSpot CRM 10%, die laufen so langsam tatsächlich ein bisschen Salesforce den Rang ab, weil sie natürlich auch eine kostenlose Einstiegsvariante haben und damit für sehr viele Startups attraktiv sind, überhaupt mal kostenlos mit so einem CRM-System zu starten und damit überhaupt mal anzufangen und erst dann, wenn man Geld verdient, sozusagen wirklich loszulegen. Denn, und das werden wir auch gleich sehen, diese CRM-Systeme sind alles andere als günstig, deswegen könnt ihr auch so viel Geld damit verdienen. Und da gucken wir uns aber gleich mal ein paar Unterschiede an. Wenn wir es auch schauen, dann sagt Salesforce von sich selbst, egal wie man es betrachtet, wir sind eins der stark wachsendsten Softwareunternehmen der Welt. Sie haben ein Wachstum von 21% von Jahr zu Jahr und sagen hier, wir wachsen noch stärker als Microsoft, Oracle und SAP. Bei SAP kann ich mir das auch vorstellen. Tatsächlich, SAP ist ja auch eher in gesamthafter Lösung für die Unternehmenssteuerung. Das heißt, da geht es ja auch viel um Logistik, Produktionssteuerung, Finanzsteuerung. Das ist nochmal ein bisschen anderes Feld als das, wo Salesforce jetzt hier aktiv ist. Und Microsoft ist ja auch ein bisschen dynamischer. Ob das jetzt alles ganz genau so stimmt, das ist immer eine Frage auch der Datenbasis. Da habe ich jetzt aber keinen Vergleichswert gefunden. Dass das nichtsdestotrotz ein Markt ist, in dem man noch stark wachsen kann, das glaube ich sehr wohl. Sie sehen selbst hier verschiedene Bereiche, in denen man noch stark wachsen kann. Datenbereich 12%, Teamkommunikation 11%, E-Commerce 16%, Healthcare 12% und dann hier noch in weiteren Sales-Bereichen 11% pro Jahr. Und das über die nächsten 4 Jahre. Das heißt, sie sind schon grundsätzlich weiterhin in einem Bereich, wo es sehr viel um Digitalisierung geht, wo es sehr viel darum geht, immer mehr Dinge miteinander zu verknüpfen, die Daten, die vielleicht ansonsten in eigenen Datensilos bisher gespeichert werden und nicht miteinander kommunizieren, mehr miteinander zu vernetzen. Das ist das, wo Salesforce natürlich sehr stark reingeht. Und wo sie natürlich nach wie vor einen starken Zukunftsmarkt haben, weil wer mit der einen oder anderen Firma mal kommuniziert hat, der weiß auch, Digitalisierung lässt da teilweise noch auf sich warten. Insofern haben sie da nach wie vor durchaus einiges an Wachstumspotenzial. Und wenn ich einmal bei so einer Plattform bin, dann komme ich eigentlich auch nicht mehr weg, weil die ganzen Daten, die ich da übertragen habe, die auf ein anderes System zu übertragen, das ist schon ein Projekt, was wirklich sehr, sehr gut vorbereitet werden will und was eigentlich eine Operation am offenen Herzen des Unternehmens und des Unternehmenskerns ist. Insofern, wenn man dann sich mal für eines dieser Anbieter entschieden hat, dann wächst man auch mit denen weiter und wächst lange. Und da ist natürlich noch einiges an Digitalisierungsbedarf vorhanden. Jetzt haben sie natürlich auch, um sich da weiter aufzustellen, um nicht nur in ihrem Kernbereich CRM zu bleiben, einige Zukäufe getätigt in den letzten Jahren. Hier zum Beispiel ExactTarget, Demandware, MuleSoft oder auch Tableau Software. Tableau Software ist einer von diesen Big Data Anbietern, den sie da gekauft haben. Microsoft hat ja auch Lösungen mit ihrer eigenen Cloud-Lösung. Jetzt fällt es mir nicht genau ein, wie Microsoft das Ganze nennt, Power BI, genau. Da ist Microsoft ja ebenfalls sehr stark. Da war Salesforce bisher nicht ganz vertreten. Dadurch haben sie Tableau dazu gekauft, um sich hier eben auch datenseitig besser im Big Data und Analytics-Bereich aufstellen zu können. Gibt es natürlich auch noch andere Anbieter, wie Qlik zum Beispiel. Aber hier sind Power BI und Tableau, muss man schon sagen, mit einer der führenden. Und da hat sich Salesforce tatsächlich sehr stark erweitert. Die größte Übernahme, das muss man aber sagen, das war die letzten Jahre Slack, die sie sich da gegönnt haben. Und damit möchten sie natürlich noch viel stärker in dieses integrierte Geschäft einsteigen, dass die Unternehmensbereiche besser kommunizieren, dass sie mehr in die Teamkommunikation einsteigen, also nicht nur das Kundenmanagement, sondern eben auch viel mehr in die Unternehmensprozesse hineingehen. Und damit haben sie mit Slack natürlich den ersten großen Schritt gemacht. Und groß auch deswegen, weil wenn man mal so ein bisschen auf die großen Akquisitionen der letzten Jahre schaut, dann gibt es hier natürlich Nvidia, die ARM gekauft haben, wobei da steht ja gerade immer noch so ein bisschen zur Debatte, die ersten Gegenwehr aus Großbritannien gab es ja schon, was die Übernahme angeht. AMD hier mit Xilinx 35 Milliarden und dann ist schon die drittgrößte Übernahme hier
aus 2020 Salesforce 27,7 Milliarden. Dafür haben sie Slack übernommen. Und das war noch nicht mal die einzige Übernahme. Tatsächlich ist es so, das sieht man hier unten leider kaum. In 2020 hat Salesforce insgesamt 5 Akquisitionen gemacht, die dann nochmal 570 Millionen gekostet haben. Velocity zum Beispiel hier steht noch und noch ein paar andere Unternehmen, die wir gerade gesehen haben. Das heißt, sie haben schon ja, durchaus über 28 Milliarden Dollar ausgegeben für Akquisitionen alleine 2020. Und da sieht man natürlich, verdienen sie gutes Geld, aber sie investieren es auch eben in die zukünftige Entwicklung. Und dann muss man natürlich aber auch hinterherkommen, das Ganze zu kombinieren. Und das muss ich jetzt mal als Kunde sagen, beziehungsweise ich bin kein Salesforce-Kunde, aber ich habe es mir überlegt, Salesforce zu nutzen. Abgesehen mal von dem hohen Preis, hat mich da aber auch abgehalten, dass ich überhaupt nicht durchgeblickt habe, welche Produkte die denn da jetzt wie wo anbieten und wie da was zusammenarbeitet. Das heißt, das, was sie sich da zusammen gekauft haben, das müssen sie jetzt auch erstmal integrieren. Für große Konzerne ist das natürlich kein Problem. Die holen sich sowieso ein externes Beratungsunternehmen mit an Bord, das sie dabei unterstützt, Salesforce zu integrieren und mit ihren eigenen Unternehmenssystemen zu verknüpfen. Anders geht es fast nicht. Ist ja bei SAP auch nicht anders. Ich habe ein großes System, aber ich brauche dann Berater sozusagen, die mir SAP einführen. Und so ist das mittlerweile bei Salesforce auch. Das heißt, sie haben aber mit Sicherheit noch das ein oder andere Projekt zu tun, um die ganzen Zukäufe besser in die Unternehmen zu integrieren und die Dinge auch einfacher zu machen für vielleicht auch kleinere Unternehmen oder eben auch Startups, die einfach erstmal einen Startpunkt brauchen und nicht die komplexeste Lösung gleich am Anfang brauchen, die man kaum überblicken kann. Wenn man mal schaut, was es bedeutet, dass sie hier zugekauft haben. Bisher hat es tatsächlich immer nur ihrer operativen Marge geholfen. 2015 haben sie hier gekauft, 2017, 2018 Mule, 2020 Tableau. Und dann hier wird sich jetzt hier nochmal komplett die Übernahme von Slack auswirken im vollen Jahr 2022. Man muss auch sagen, die haben hier ein bisschen andere Jahreswechselbetrachtung, als wir das sonst so kennen. Also nicht zum normalen Jahreswechsel, sondern ihr Fiskaljahr endet ein bisschen anders. Aber wir sehen schon, im Prinzip ihre operative Marge steigt trotz der ganzen Übernahmen. Man sieht also, sie tun sinnvolle Sachen und das liegt auch damit zusammen oder hängt auch damit zusammen, dass ihre Kunden immer mehr diese einzelnen Clouds nutzen. Das heißt, alles, was wir gerade besprochen haben, CRM-Lösungen, Marketing-Lösungen, Social Media, dann die Analytics-Lösungen, Slack und sonstiges, das alles sind einzelne Clouds. Und mit der Zeit tatsächlich nutzen immer mehr Kunden mehrere dieser einzelnen Clouds. Ursprünglich eher vielleicht nur eine Cloud im Sinne von eine Lösung, CRM. Früher hieß das halt eine Softwarelösung, mittlerweile ist das dann halt eine Cloud. Mittlerweile sind es eher zwei Clouds, wenn man dann zum Beispiel nicht nur das CRM benutzt, sondern auch die Marketinglösungen. Und das wird immer mehr. Das bringt natürlich auch Sinn, weil dann die Dinge besser miteinander kommunizieren. Und das ist natürlich auch ein großes Wachstumsfeld hier weiterhin für Salesforce. Und da sieht man natürlich auch, wie sie hier gestartet sind mit ihrer Sales Cloud, dann im Healthcare-Bereich noch mehr reingegangen sind und umso weiter, umso mehr sie sozusagen hier ihre einzelnen Clouds ergänzt haben und zugekauft haben, umso mehr haben sie auch an wiederkehrendem jährlichen Umsatz aus sozusagen diesen einzelnen Cloud-Lösungen und können die Kunden einfach mehr an sich binden. Und das ist natürlich auch diese große Sicherheit und dieses große wiederkehrende Umsätze aus dem Abo-Modell, mit denen Salesforce hier einfach punkten kann. Jetzt hatte ich ja schon gesagt, bei den Preismodellen, das ist natürlich der große Vorteil. Wenn man einmal drin ist, dann zahlt man die auch. Wenn man mal schaut, hier oben ist tatsächlich jetzt einfach mal nur ein Vergleich zwischen Salesforce und zwischen HubSpot. Und das sind jetzt einfach mal nur die einfachen CRM-Clouds, noch nicht dieses All-in-One-Bundle, sondern einfach nur mal die CRM-Lösung. Und wenn ich jetzt einfach nur mal starten will, dann bin ich hier bei Salesforce bei mindestens $25 pro Nutzer pro Monat, wenn ich jährlich im Voraus zahle. Bei HubSpot bin ich bei $45 pro Monat. Da kann ich aber tatsächlich hier auch schon mal kostenlos anfangen, was hier schon $25 kostet. Das heißt, man muss es eher so ein bisschen schräg vergleichen. Ja? Und dann habe ich hier schon locker $75. Oder wenn ich dann eben mal hier ein bisschen weiter bin und sage, naja gut, ich will jetzt einfach nicht pro Nutzer bezahlen, sondern ich will das für meine Firma bezahlen, dann bin ich bei $1,250 pro Monat. Und das auch nur bei bis zu 10.000 Kontakten. Und man kann sich mal vorstellen, dass ein großes Unternehmen wie Audi oder Daimler, die solche Lösungen ja auch im Einsatz haben, mit Sicherheit mehr als 10.000 Kontakte haben und deswegen deutlich mehr an Salesforce jeden Monat zahlen. Und wenn ich dann noch mehrere Clouds benutze, dann habe ich natürlich einfach sehr hohe jährlich wiederkommende Umsätze alleine aus diesen Lösungen. Und das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Ich sehe das ja auch hier zum Beispiel bei HubSpot $5.000 im Monat für eben jetzt hier so eine komplett integrierte Software. Aber da ist auch noch nicht alles dabei, was
HubSpot zum Beispiel bieten kann. Und Salesforce hat noch viel, viel mehr Möglichkeiten bei dem, was sie tun können, was sie integrieren können. Das heißt, man sieht auch, was Unternehmen bereit sind, hier zu bezahlen, jeden Monat, und womit dann eben auch Salesforce jeden Monat arbeiten kann und warum ihre Margen so gut aussehen. Und das ist ein guter Übergang jetzt mal, um in die Unternehmenszahlen hineinzugehen. Deswegen gehen wir mal in den Aktienfinder und gucken uns mal die Umsatz- und Margenentwicklung an. Und da sehen wir ja auch, wie wunderbar konsistent hier der Umsatz gestiegen ist und einfach immer weiter steigt. Und das Ganze auch eben auf einer hohen Basis. Wir haben eine operative Marge, also eine Bruttomarge von ungefähr 66%, eine operative Marge von 4% gerade mal und Nettomarge von 7%, weil sie natürlich auch sehr viel investieren und ganz bewusst hier diese Marge jetzt momentan erstmal niedrig halten. Aber wir sehen schon an der hohen Bruttomarge, was da möglich ist. Und das ist natürlich das Attraktive auch für die weiteren Verläufe. Gucken wir mal in die Bereiche, aus denen sie sozusagen ihre Umsätze generieren, diese Umsatzübersicht. Das ist jetzt hier mal geclustert in Plattformen und anderes. Das macht 29,5% aus. Dann haben wir hier den Services-Bereich 25% und den Sales-Bereich 24% und Marketing ungefähr 15%. Das wird noch mal ein bisschen deutlicher, wenn wir hier in diese Grafik reingehen. Da sehen wir tatsächlich, der Service-Bereich, der macht im Moment den größten Anteil aus hier. Das heißt, Ticketlösungen, wenn ich irgendwelche Beschwerden habe oder so weiter, dass ich dann hier halt einen Service bieten kann für meine Kunden. Macht auch mit dem Wachstum von 23% pro Jahr den größten Bereich aus. Dann haben wir den klassischen Sales-Bereich, 6 Milliarden, 15% Wachstum, die verschiedenen Plattformen, die sie hier bündeln, 19% Wachstum. Und dann haben wir hier Marketing und E-Commerce, also worum es geht, im Prinzip E-Commerce-Lösungen, aber eben auch Social-Media-Lösungen, Marketing-Lösungen mit zu kombinieren, dann hier eben als viertgrößten Bereich. Und dann gibt es hier nochmal ein paar neuere Lösungen, wie eben Analytics oder eben auch eine Programmplattform, also um Low-Code programmieren zu können für dann eben auch Salesforce-Lösungen, für Plugins, Add-ons und so weiter. Und da sind wir bei 3,7 Milliarden. Da sehen wir also im Prinzip, wie das Ganze mal verteilt ist. Gehen wir mal in die regionale Übersicht. Wo macht Salesforce den größten Umsatz? Und das ist wenig überraschend. 66% kommen aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Europa 21%. Dann haben wir hier Asien-Pazifik-Region mit knapp 10% und der Rest von Amerika knapp 4%. Das heißt, der Großteil nach wie vor in Amerika oder von amerikanischen Unternehmen, dann Europa und im Asien-Pazifik-Region, auch da haben sie noch Wachstumsmöglichkeiten. Aber wie gesagt, auch ich glaube, in Europa gibt es da noch einiges, wo sie wachsen können und wo sie noch sich weiterentwickeln können. Gehen wir mal in die Gewinn- und Cashflow-Übersicht. Und da sehen wir tatsächlich aufgrund auch der niedrigen Margen und der großen Investitionen, also der niedrigen Margen, bewusst niedrigen Margen im operativen Bereich und der hohen Investitionen in die Weiterentwicklung des Unternehmens, sehen wir, dass das Unternehmen teilweise hier ja rasiermesserscharf über der Nulllinie läuft, dann aber durchaus auch jetzt hier von den Entwicklungen nach Corona profitiert hat. Wir sehen aber auch, dass die freien und operativen Cashflows hier extrem positiv sind und auch schon seit Jahren sehr gut steigen. Da sehen wir eben diese gute Bruttomarge, die das Unternehmen verdient und aus der sie dann eben auch mal schöpfen könnte, wenn sie sich mehr eben auf das Geldverdienen konzentrieren würde. Gehen wir mal in die Bilanz hinein und die ist soweit vollkommen in Ordnung und solide. Wir sehen hier eine Verschuldung, also zu verzinsende Schulden von nicht mal 25%. Das ist soweit okay. Sie haben auch eine relativ hohe Tilgungskraft. Sie zahlen ja auch keine Dividende aus. Und wir sehen auch, dass die Verschuldung locker durch das Kernvermögen gedeckt ist. Sie haben da noch Cash und Wertpapiere. Das einzig Kritische durch die vielen Übernahmen und jetzt gerade eben auch durch Slack, das ist hier eben dieser Goodwill, der mit drin steckt. Ich habe es schon ein paar Videos gesagt. Goodwill heißt ja im Prinzip so viel wie, ich habe ein Unternehmen für viel mehr gekauft, als es eigentlich den inneren Wert hergibt. Das ist dann der Goodwill, diese Differenz zum eigentlich inneren Wert. Den muss ich mir als immaterielle Vermögenswerte in die Bilanz legen. Und das birgt auch immer so ein bisschen Risiken. Entweder wächst die Firma in diesen Goodwill hinein, weil das Wachstum auch das einhält, was man sich ursprünglich versprochen hat. Oder das sind dann die Fälle, in denen Sonderabschreibungen drohen, weil das Unternehmen doch nicht so performt, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat. Dementsprechend bergen so große Goodwills in der Bilanz immer doch ein recht hohes Risiko. Vor allen Dingen macht das hier mehr als die Hälfte der Bilanz aus. Insofern wäre das eins der Risiken, die ich jetzt hier mal bei der Bilanz und auf den Aktienkurs sehen würde, falls es hier mal zu Korrekturen kommen würde. Das heißt, falls das Wachstum mal nachlassen würde und man müsste hier Wertberichtigungen vornehmen, dann würde das tatsächlich sehr negativ auf die Bilanz wirken, weil das momentan schon mehr als die Hälfte ausmacht und das ist natürlich schon ordentlich. Gucken wir mal auf die Aktienrückkäufe und die gibt es tatsächlich nicht. Das Unternehmen kauft viele Firmen zu, also muss es natürlich auch viele Aktien ausgeben, um diese Übernahmen irgendwie auch zu finanzieren, wenn das nicht alleine aus dem operativen Geschäft funktioniert. Dementsprechend sehen wir, dass die Anzahl der ausstehenden Aktien immer wächst.
und dementsprechend auch mein Anteil als Aktionär immer weiter verwässert wird, wenn ich beteiligt bin, weil es einfach immer mehr Aktien gibt. Das ist so ein bisschen ein Wermutstropfen, den man bei Salesforce einfach sehen muss. Gucken wir uns mal die Bewertung an, der ersten Kennzahl so zumindest mal. Dann gucken wir mal aufs KGV, auf das Bilanzielle, das Bereinigte und auch den Kurs-Cashflow-Verhältnis. Was wir hier sehen können, ist, dass dadurch, dass das Unternehmen ja jetzt nicht den Fokus hat auf den klassischen Gewinn, dass wir teilweise Jahre haben, in denen es überhaupt gar keinen KGV gibt, weil es einfach einen negativen Gewinn gab oder einen Verlust. Und dann haben wir hier natürlich extreme Spitzen. Das heißt, es macht schon ein bisschen mehr Sinn, auf den bereinigten KGV zu gucken. Der ist bei 53 im Moment. Und das ist auch tatsächlich so ein bisschen unterhalb des historischen Durchschnitts des Unternehmens. Wir sehen, es ist immer so ein bisschen zurückgegangen. Insofern, das passt. Beim Kurs-Cashflow-Verhältnis sind wir so ein bisschen leicht über dem historischen Durchschnitt bei 38. Aber nichtsdestotrotz, absolut gesprochen, sind das immer noch relativ hohe Werte, die sie aber durch ihr Wachstum natürlich auch irgendwo gerechtfertigen können. Gucken wir mal den Piotrowski-Score, der ist sehr grün, 7 von 9 möglichen Punkten. Wir sehen lediglich negativ ist hier so ein bisschen die sinkende Marge, aber auf hohem Niveau und die sinkende Produktivität. Ansonsten ist hier alles grün, insofern wäre der Piotrowski-Score eher jemand, der zum Kaufen rät. Und dann gucken wir jetzt mal in den Aktienfinder hinein, was der sagt zum Thema Unternehmensbewertung für Salesforce. Und was wir da sehen erstmal, ist auch hier dieses Thema mit dem Gewinn und diese extremen Spitzen. Deswegen, dadurch, dass wir hier diese extremen Ausschläge haben, können wir hier eigentlich den Kurs und die faire Bewertung kaum ablesen. Deswegen, wir nehmen jetzt mal den bilanziellen Gewinn als Basis heraus. Dann ergibt sich nämlich ein bisschen ein saubereres Bild. Und was wir jetzt hier erstmal sehen können, ist natürlich trotzdem, dass der Aktienkurs sehr wild irgendwo um die fairen Bewertungen durchschwankt. Das heißt, wir sind lange Zeit über dem bereinigten Gewinn, über dem fairen Wert des bereinigten Gewinns gewesen, jetzt eben zuletzt deutlich darunter. Beim Kurs-Cashflow-Verhältnis, da sehen wir eigentlich eher schon so ein bisschen eine saubere Entwicklung. Der Aktienkurs ist eher mal durchaus um hier diese grüne Linie drumherum gelaufen. Auch zum Corona-Crash ging es dann durchaus mal unten drunter, davor war es oben drüber. Jetzt ist es eher weiter weg. Das heißt, ich würde mich eher auch so ein bisschen am Kurs-Cashflow-Verhältnis mal orientieren, auch wenn es nicht ganz sauber ist. Daher hätten wir tatsächlich jetzt im Moment mal ein theoretisches Abschlagspotenzial von ungefähr 30% auf den jetzigen Aktienkurs. Halte ich ehrlich gesagt aber auch nicht ganz sauber, die Betrachtungsweise. Genauso wenig aber auch, dass wir hier so ein Potenzial haben von 26% pro Jahr bis Anfang 2024, wenn man jetzt hier auf den bereinigten Gewinn schaut als fairen Wert. Also ich glaube, dass dadurch, dass wir hier ja sehr wilde Schwankungen haben, vor allen Dingen eben was den Gewinn angeht, und eben auch eine sehr große Zukaufsmentalität bei Salesforce, hat sich das Unternehmen einfach ständig weiterentwickelt, sodass jetzt hier diese historischen Bewertungsmaßstäbe für eine heutige Bewertung des Unternehmens ehrlich gesagt nicht ganz angebracht sind und wahrscheinlich auch nicht ganz passen. Insofern würde ich mich hierauf gar nicht so sehr verlassen und gar nicht so sehr drauf zielen. Ich glaube weder an die 30% Abwärtspotenzial noch glaube ich an die 26% Aufwärtspotenzial, auch wenn letzteres natürlich schön wäre, sehe ich jetzt nicht ganz so. Und deswegen würde ich tatsächlich mich mal ein bisschen mehr auf die Charttechnik fokussieren. Und deswegen gucken wir uns jetzt einfach nochmal den Chart des Unternehmens an. Starten wir mit dem langfristigen Chart. Ich hatte ja schon gesagt, im Prinzip, wir haben hier seit 2004 eigentlich einen sehr sauberen Verlauf, lediglich unterbrochen hier von der Finanzkrise 2008, 2009. Dann haben wir hier so einen kleinen Blip mit der Corona-Krise, die ja eigentlich für Salesforce am Schluss eher positiv war. Und wo sie hier, und das sieht man hier mit diesem Riesensprung nach oben, auch durch positive Geschäftszahlen ja auch überzeugen konnten. Wenn man da mal schaut und einfach mal so ein bisschen die Krisen ausblenden würde, haben wir hier wirklich einen sehr sauberen Aufwärtstrend, wo die Aktie tatsächlich im Moment auch eher so ein bisschen auf der Unterseite dieses Aufwärtstrends ist. Insofern vielleicht gar nicht so ganz uninteressant im Moment. Aber wie gesagt, wir haben jetzt hier auch mal die Crashs ein bisschen abgeschnitten, aber ganz bewusst und sehen da einfach trotz allem einen sehr, sehr sauberen Aufwärtstrend bei der Aktie. Gehen wir mal auf eine Phase, die ein bisschen sauberer verläuft. Und zwar hier so seit 2011, 2012 bis heute. Weil was wir da sehen können, ist hier, die Aktie befindet sich eigentlich die ganze Zeit schon in einem sehr schönen Aufwärtstrend. Sie hat zwar einmal hier diesen Sprung nach oben gemacht, nach diesen sehr positiven Geschäftszahlen, hat sich dann aber sozusagen wieder ein bisschen gefangen, ist wieder zurück, hat jetzt hier diesen Ausbruchsniveau angetestet und ist jetzt wieder hier oben hingelaufen. Genau wieder zu diesem oberen Begrenzungspunkt und ist jetzt hier in den allgemeinen Marktturbulenzen der letzten Wochen wieder ein bisschen zurückgelaufen. Und deswegen gucken wir uns doch die aktuelle Situation mal ein bisschen genauer an.
Das heißt, wir haben jetzt hier tägliche Kerzen, also jede dieser Kerzen hier, jeder dieser Balken hier ist ein entsprechender Tag. Vorher war jeder dieser Balken eine Woche, jetzt haben wir jeden Tag. Und was wir hier sehen können ist, die Aktie hat ja hier diesen Riesensprung gemacht durch die Geschäftszahlen, hat dann hier oben im Prinzip einen Deckel gemacht, über den sie lange nicht drüber gekommen ist, hatte dann hier so eine Konsolidierung, ist dann nach oben ausgebrochen, ebenfalls nach ganz guten Zahlen und dann in den allgemeinen Turbulenzen der letzten Woche ein bisschen Sorgen auch über die Zinserhöhungen, wie hoch wird jetzt die Zinserhöhung ausfallen der Notenbanken. Da gab es jetzt diese Woche so ein bisschen die Erleichterung, dass es in dem erwarteten Rahmen ist. Aber das sorgt natürlich ein bisschen dafür, dass eher hoch bewertete Wachstumsunternehmen, wo noch nicht so die Gewinne da sind, dass die eben jetzt eher abgeben mussten. Und dazu gehört jetzt eben auch Salesforce. Deswegen sind sie unter dieses Ausbruchsniveau zurückgefallen und verharren hier jetzt im Moment mal. Was wir aber mal grundsätzlich sehen können und positiv werten können, ist schon diese tiefe Konsolidierung, die die Aktie ja wirklich eigentlich seit Ende 2020 jetzt über ein Jahr hinweg gemacht hat, also fast ein Jahr hinweg konsolidiert. Das ist meistens normalerweise dann, wenn das nach oben ausbricht, ein sehr positives Signal für weitere Steigerungen. Und wenn wir jetzt nicht diese vielleicht von externen verabreichten Unsicherheiten gehabt hätten, wäre das vielleicht auch weiter nach oben gegangen. Was wir jetzt aber vor uns haben oder vor uns sehen, es sind einfach ein bisschen andere Bewertungen und man muss natürlich auch immer bedenken, dieses Zinsumfeld, in dem sich jetzt hier Salesforce auch neuerdings bewegen muss. Das heißt, die amerikanische Notenbank plant ja Zinserhöhungen fürs neue Jahr. Jetzt kann man sagen, die Schulden bei Salesforce sind ja nicht so sonderlich hoch. Das sollte ja eigentlich kein Problem sein für das Unternehmen. Ist es tatsächlich auch nicht. Aber diese Unternehmen werden ja auch immer anhand von ihrem zukünftigen Wachstum bewertet. Das heißt, große Investmenthäuser, wenn die in solche Unternehmen einsteigen, dann berechnen sie ja unter anderem auch mit der Discounted Cashflow-Methode und anderen Methoden, berechnen sie ja einen Wert des Unternehmens. Dabei nehmen sie die künftige Gewinnerwartung und die künftige Gewinnentwicklung sozusagen, diskontieren die auf Basis der erwarteten Zinsen. Und wenn natürlich die Zinsen steigen, dann ändern sich die Berechnungsgrundlagen und dementsprechend kann ein Unternehmen dann auch heute rein rechnerisch in den Modellen der großen Investmenthäuser weniger wert sein, als es das noch vor ein paar Wochen war. Und dann führt das natürlich zu Verkäufen und das ist das, was wir sehen. Beziehungsweise es muss sich dann manchmal auch einfach neu finden und das ist das, was wir jetzt hier gerade sehen. Jetzt haben wir hier diese Information gehabt mit der Notenbank, haben direkt eine positive Reaktion gehabt, aber es ist jetzt nicht direkt hier nach oben gelaufen, sondern hat sich eigentlich in dieser Range des vorherigen Tages bewegt. Und jetzt gehen wir da mal ein bisschen genauer drauf und gucken mal genauer auf die aktuelle Situation. Was wir sehen können ist, wir haben hier einen Abwärtstrend, der jetzt im Prinzip so ein bisschen seit Mitte November, wie bei ganz vielen Aktien gelaufen ist, der hat sich ja hier durch diese Unsicherheit nochmal beschleunigt. Und für mich ergäbe sich tatsächlich auch erst ein Einstieg in diese Aktie, wenn wir hier sozusagen über diesen Abwärtstrend drüber hinauskommen. Je nachdem, wo man dann genau ist zu dem jeweiligen Zeitpunkt, kann das irgendwo so zwischen 262 und 270, 280 Dollar sein, je nachdem, wo wir hier oben drüber kommen. Falls wir natürlich nur oben drüber kommen, aber davon würde ich jetzt einfach mal ausgehen, dann erst würde das Sinn machen, für mich einzusteigen, weil vorher kann es immer noch passieren, dass aufgrund der Bewertungsthematik das Ganze noch tiefer fällt und dann käme man vielleicht sogar noch mal günstiger rein. Aber mit den aktuellen Informationen, die ich jetzt zum heutigen Tage sehe, würde ich eher mal erwarten, dass es irgendwann hier oben drüber geht und auch dann erst würde ich einsteigen, weil vorher kann noch sehr vieles passieren und es kann tatsächlich auch an diesem Abwärtstrend noch mal abprallen und noch tiefer gehen. Insofern, Geduld ist da eine Tugend. Und wenn wir da tatsächlich dann einsteigen könnten, dann kann man hier eigentlich wunderbar so einen Stopp unten drunter setzen. Gehen wir einfach mal davon aus, dass man hier so bei 272 Dollar reinkommt. Dann hätte man ein Risiko von gerade mal 7%. Wenn man das jetzt einfach mal antesten möchte und einfach mal den ersten Einstieg wagen möchte, das geht absolut klar. Aber natürlich langfristig macht es durchaus mehr Sinn, hier einen Stopp weiter unten so ungefähr bei 204,50 Dollar zu setzen oder noch ein bisschen tiefer. Also hier unter diesen Niveaus von März 2021, das waren ja auch die Tiefs von dieser Konsolidierung, die wir gerade gesehen haben, dann hätte man zwar ein Risiko von 25%, aber man muss natürlich auch sagen, und das haben wir auch gerade bei der Bewertung im Aktienfinder gesehen, das Potenzial theoretisch wäre da. Ob das so kommt, ja, das bezweifle ich jetzt mal, aber man muss ja auch langfristig Aktien, wenn man an ihnen beteiligt ist, durchaus auch mal Luft geben zu atmen, aber sollte natürlich auch nicht blind links an Aktien festhalten, wenn sie immer weiter fallen, sondern es macht dann auch mal Sinn, irgendwann die Reißleine zu ziehen und deswegen besser so ein Stopp als gar kein Stopp, besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und dementsprechend langfristig würde ich dann eher mal so ein Niveau anpeilen und dann so nach und nach, wenn der Aktienkurs ansteigt, dann auch den Stopp logischerweise nachziehen und immer weiter in den Gewinn. Und das ist auch das, was langfristig dann Sinn macht, wenn man an Salesforce langfristig investiert sein möchte. Ich selbst bin tatsächlich bisher in Salesforce nicht integriert. Ich war immer mal in Phasen dabei. Was heißt investiert? Ich war immer mal in Phasen dabei bei der Abstimmung, die ich auf YouTube hatte.
waren alle Aktien, die gelistet waren, bis auf Salesforce in meinem Depot. Ihr habt euch natürlich jetzt die eine rausgesucht, die ich gerade mal nicht habe, sonst hätte ich euch gerne mal eine vorgestellt, die ich auch bei mir im Depot habe. Aber vielleicht klappt es ja dann beim nächsten Mal, bei der nächsten Abstimmung. Und ja, Salesforce, ich kann es mir nach wie vor vorstellen. Dadurch, dass die sich jetzt rein von diesem CRM-System deutlich erweitert haben, ist das für mich auch irgendwie interessanter gewesen als vorher. Ehrlich gesagt konnte ich mir das vorher noch nicht so vorstellen, nur in ein CRM-Softwareunternehmen zu investieren. Muss aber sagen, natürlich wäre es korrekt gewesen, am besten einfach langfristig investiert gewesen zu sein. Erfüllt tatsächlich aber auch nicht meine Ankerkriterien, unter anderem auch aufgrund der Gewinnthematik, die wir gerade gesehen haben. Heißt aber nicht, dass ich nicht mal das Ganze auch langfristig in eins meiner anderen Depots packen würde, aber in mein Ankerdepot käme es tatsächlich nicht. Insofern, ich hoffe, das Video hat dir was gebracht. Falls du selbst auch mal ein bisschen mehr dazu lernen willst, wie man so Unternehmen betrachten kann und auch mal Unternehmen einteilen kann in verschiedene Strategien und Kategorien, dann melde dich gerne mal für ein kostenloses Erstgespräch bei mir. Und dann können wir auch mal über deine Fragen dort sprechen, die du da hast. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine schöne Vorweihnachtszeit. Ich hoffe, du genießt Weihnachten und kannst schön feiern. Und ansonsten freue ich mich, dich dann beim nächsten Video wiederzusehen. Mach's gut, vielen Dank dir und bis dann. Ciao.